Okay. Streuen wir danach ein leckeres Thunfischbrot mit Mozzarella und einer ganz tollen Creme. So, Olivenöl, gutes Salz, Pfeffer in die Pfanne. Dann frisch gebacken. Ja, ein richtig tolles Krustenbrot. Und zwar eine große Scheibe. Ja, also eine richtig schöne große Scheibe von dem frischen Brot. Und das Brot kommt hier, zack, in die Pfanne rein. Wie gesagt, mittlere Temperatur. Dann vielleicht noch ein bisschen Butter rein. Ja. Habe ich ja schon mal erwähnt, ich liebe ja Butter. Ja. Also ohne Butter läuft von mir überhaupt nicht. So, und das Brot jetzt schön in Ruhe ein bisschen anrösten lassen. Und dazu gibt es jetzt eine Soße. Die besteht aus Tomatenmark. Hey, ganz einfache Zutaten. Ein bisschen Aprikosenkonfitüre. Zu der Aprikosenkonfitüre kommt ein Löffelchen Sahnemeerrettich. So, oder zwei. Ein bisschen Tabasco. Und eine Prise Salz. So. Das Ganze wird aufgerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Tomatenmark, Aprikosenkonfitüre, Sahnemeerrettich. Das alleine ist schon Bombe. Dann das Brot umdrehen, damit es so ein bisschen Farbe hat und sich voll saugt, dann ist es gut. Okay, and now, ladies and gentlemen, geht es weiter. Ich mache das jetzt hier in der Pfanne, weil das Ganze kommt jetzt dann gleich in den Backofen, sprich unter den Grill. Also viel von dieser Soße, dann kommt dazu Thunfisch. Und ihr seht, ich habe da nicht irgendwie so einen Holdriho-Thunfisch, sondern einen richtig guten Thunfisch in Lake. Dann Mozzarella. So, schneidet ihr mal so und so Scheiben. Und der Mozzarella, der kommt ja auch dazu. Okay, 1, 2, 3, 4. Obendrauf nochmal ein paar Kapern und vielleicht auch nochmal so. Bisschen von Soßenklecks. That's it. Und jetzt vorgeheizter Backofen bzw. Grill. 3-4 Minuten mit volle Hebel unten rein und dann kommt die Traum raus. Hey, ist das geil? Das ist für Jung und Alt, ja? Da freut sich jeder. Ich nenne es mal so Thunfischbrotzeit. Boah, und obendrauf, wie wäre es vielleicht ein bisschen frischen Parmesan? So, und jetzt wird das serviert. Mein Thunfischbrot. Blitzrezepte, ja? Wenn ihr noch mehr wollt. Feierabend-Blitzrezepte, Bestseller, ja? Bestseller, Bestseller, Bestseller. So, und jetzt viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit.